Ih, was habe ich jetzt gemacht? Seinen Hautlappen entfernt. Und das hier wegschneiden oder was? Oh nein! What? Oh shit! Heute testen wir verbotene Apps. Ein Format, das ich mal auf meinem Hauptkanal gemacht habe. Wer aufgepasst hat, weiß, dass ich solche Videos dort nicht mehr mache. Deswegen, aber ich habe Lust drauf, deswegen machen wir es einfach hier. Ist okay für euch? Das erste Spiel nennt sich Plastic Surgery Hospital. Und ich kann es direkt nachvollziehen, warum man das verboten hat. Ah, das ist Werbung. Ich habe Flugmodus drin. Wie kann diese App noch Werbung haben, wenn die verboten ist? Also wenn es sie eigentlich normal gar nicht mehr gibt. Okay, also dieser Typ, okay, da macht es natürlich Sinn. Er hat sich in seinem Job irgendwie, hat er so Zeug abbekommen. Er hat in einem Labor gearbeitet und hat da so Chemikalien hinbekommen und wir heilen das jetzt. Das ist natürlich okay. Sowas soll man natürlich machen. Was ist das jetzt? Kann es sein, dass ich jetzt ein Stück Haut entferne? No. Okay. Und jetzt? Halt immer diese seltsamen Spiele, wirklich. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich ihn rasiert? Und jetzt draufdrücken. Ich weiß nicht, ob ich die richtige App habe. Es geht halt da, dass du halt nicht so, dass man das nicht fördert, so Schönheitschirurgie. Aber das ist ja eher, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal, vielleicht kommt da noch was Verstörendes. Ich finde es eigentlich jetzt schon verstörend. Was habe ich jetzt gemacht? Seinen Hautlappen entfernt. Und das hier wegschneiden oder was? Okay, kein Wunder, das Verbot. Ich hab Haut. Und jetzt. Das ist echt eklig. Desinfizieren. Verteilt es. Ist das eklig, Mann? Kann das sein, dass. Als ob. Kommt jetzt die Haut von seinem Bein in sein Gesicht oder was? Dieser Arme, er hat gar keinen Bock drauf. Okay. Hab Angst. Okay, rein mit dir. Marker. Kann das wirklich sein, dass ich jetzt. Oh Gott, das muss ich jetzt wahrscheinlich wegschneiden. Skalpell. Okay, und das Hautlappen. Schon wieder. Da kommt er mit dem Teller hin, als hätte er richtig so Appetit. Und das gibt da seinen Hund dann wahrscheinlich. Einfach Haut. Vor allem direkt unterm Auge. Und jetzt kommt der andere Hautlappen drüber, oder was? So funktioniert das also. Haut von seinem Bein genommen. Ich habe gehört. Stimmt, wenn man irgendwas wegschneidet. Ich habe gehört, dass man dann so vom Arsch auch mal. Egal. Jetzt zunähen. Ja, der hat jetzt eine richtige dicke Narbe im Gesicht. Was jetzt nicht schlimm ist, aber weiß auch nicht. Was das oder mehr? Da noch. Und natürlich da. Good job. Good job. Okay, was ist mit ihr? Hat sie einen Schnulli? Ah nein, wird sie dadurch bewusstlos aus? Okay. Wir checken gleich die anderen Apps ab, keine Sorge. Ich muss rausquetschen. Als ob. Eigentlich schon geil. Ich mache eigentlich immer gern den hier. Ist das eklig. Vor allem Blut auch noch. Oh, das muss geil. Geiles Gefühl danach. So ein bisschen Desinfektionszeug. Und das. Oh yeah. Was genau muss ich mit ihr machen? Also was passiert mit ihr? Als ob. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr beruflich mal werden? Oder was werdet ihr? Oder was seid ihr? Oder keine Ahnung. Ey, ja, Smalltalk. Ich will wirklich wissen. Ey, es ist schwer. Wisst ihr, die meisten Leute, die wissen bis ins späte Alter nicht, was man eigentlich machen will im Leben. Ich weiß, das ist ein Thema, wo ihr jetzt keinen Bock habt. So unangenehm, aber. Ja, okay, komm, ich bin still. Mach mal die Nase auf, komm. Ich will das Beste für euch, wisst ihr? Deswegen frage ich auch mal kritische Fragen. Weil ihr könnt euch nicht immer in meine Videos verkriechen oder in andere Videos verkriechen. Ihr müsst euch auch mit dem Leben auseinandersetzen. Das Leben ist ein Leben. Schneid ihr Gesicht auf. Schon geil irgendwie. Mach mal auch so. Nee, jetzt. Zuhalten. Nee, auf. Nein, bitte nicht aufreißen. Bitte nicht. Doch. Es muss aufgerissen werden, gell? And get so far. Wieso geht das nicht? Es geht nicht. Es geht nicht. Wisst ihr was? Bevor wir. Das ersparen wir uns jetzt, wie wir diese Nase von ihr aufreißen. Wir gehen direkt zum nächsten verbotenen Spiel. Und das nennt sich Survival Island. Und ich glaube, ich weiß warum. Es hat irgendwas mit dem Boy hier rechts zu tun. Weil manchmal weiß ich nicht, warum die verboten wurden. So informiert bin ich nicht. Und man prügelt sich, glaube ich, mit einem Känguru, wenn ich mich nicht täusche. Mal schauen. Erinnert mich daran, dass ich euch daran erinnern soll, wie man an solche Spiele kommt. Okay, komm, ich verrate euch, bevor ich es vergesse. Nein, ich verrate euch nächstes Spiel. Wo ist denn der? Bam. Er macht die Fäuste bereit. Da. Also ich muss mich auf jeden Fall, glaube ich, mit... Genau, er braucht Fleisch und deswegen muss er... Muss er echt... Känguru verprügeln? Es geht darum, so zum Überleben. Okay. Kann er sich auch wehren? Ja, er wehrt sich. Leute, was ist das für ein seltsames Spiel? Er braucht halt auch Fleisch.
zum Überleben. Als ob es hier keine Pflanzen gibt. Ah doch, hier unten, HP von Känguru. Leute, Känguru macht mich kaputt. Känguru ist einfach stärker. Ich hab Angst, ich hau ab. Känguru hat mich fast tot gemacht. Lass mich in Ruhe, ich will hier nichts. Wir müssen es mal suchen nach dem Boy. Also in diesem Spiel geht es einfach darum, dass man irgendwie überlebt in der freien Wildnis. Und warum es verboten ist, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es hat was mit diesen Einheimischen zu tun, die du triffst. Und ich weiß nicht genau, warum man das verboten hat, aber wir gucken mal, wenn wir so einen sehen. Das Ding ist, ich bin fast tot, verhungert gleich und jetzt muss ich irgendwie, ich muss einen Känguru schlagen. Es tut mir leid. Ich muss essen. Mach es mir nicht so schwer. Tot. Ich bin tot. Ich check's nicht. Auf jeden Fall Survival State. Hier ist das so. Survival Island 3 ist auch verboten. Wenn ihr spielen wollt, das nächste Spiel. Ulala, Strip Club XXL. Das Spiel, worauf ein paar von euch hoffentlich nicht gewartet haben. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum man das verboten hat, oder? Ah, und ihr müsst Münzen sammeln, oder was? Jetzt habe ich ein Leben verloren. Hier kommt die Münze. Sammel. Sehr gut. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott. Einfach kein Sound auch. Es ist einfach nur... Ey, okay, es ist halt echt. Muss man erklären, warum es verboten ist? Muss man nicht erklären. Aber mal gucken, ob das schwerer wird. Vor allem diese ganzen notgeilen Geier da links und rechts und überall. Aber macht Spaß, das Spiel. Vor allem, guck mal, wie glücklich sie guckt. So richtig so, yeah. Oh mein... Oh! Okay, da geben wir natürlich extra Mühe jetzt. Oh shit, aber ist voll durchtrainiert irgendwie. Leute, was ist das für ein Spiel? Vor allem, was sind das? Sind das Centstücke, so Pennies oder was? Die gönnen ja nicht mal richtig. Und oben diese HP-Anzeige, dieses... Oh, hat verkackt. Ein Leben weg. Das ist einfach so ein Bein. Ach du Schande, was für ein Game. Oh, schon wieder verkackt. Ist... Mein Gott, hat die... Bubi... Egal. Ja, auf jeden Fall... Oh! Okay, wir müssen weiterkommen. Spaß, Leute. Oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Also, ist das unangenehm, das zu spielen mit euch, Alter? Oh Gott. Aber man muss tun. Es ist wichtig für die Community. Ich tue das alles nur für euch, damit ihr es nicht spielen müsst. Oh nein, nur noch ein Leben. Wir müssen das Level schaffen. Komm schon. Wir müssen gucken, was passiert. Wenn wir alles Oh nein! What? Oh shit! Das musst du zensieren, Jai, lieber Cutter, das muss zensiert werden. Das ist das, was es ist. Mal gucken, wie weit das noch geht. Mal gucken. Das ist wirklich Nippel! Wir wollen das Video natürlich nicht gelb haben, deswegen müssen wir das zensieren. Natürlich nur so einen schwarzen Balken, ja, nicht zu viel. Nee, wir wollen natürlich auch mal sehen. Oh Gott, was für ein Game. Auf jeden Fall, komm, ich erkläre euch den Trick. Es gibt eine Möglichkeit, das nennt sich, ihr könnt das mit dem Ding runterladen. Wenn ihr zum Beispiel Chrome habt auf dem Handy und dann gebt ihr dieses Spiel ein. Ihr müsst natürlich erstmal informieren, welche Spiele sind verboten. Und dann gebt ihr noch APK ein. APK. Und ich bin tot. Nein, ich bin gefeuert. Und dann könnt ihr es so von externen Seiten runterladen. Und meistens, das empfehle ich euch auch nicht, sind die Dinger virenverseucht. Also das ist auch mein App-Handy. Ich habe noch ein anderes und das ist eh schon wirklich am Arsch. Wortwörtlich am Arsch. Kann man sehen? Ja, deswegen nicht runterladen. Ich mache das ja für euch. Ihr könnt mir schreiben, welche Dings verboten sind, dann mache ich nächstes Mal wieder. Dann ist es unser Format, damit ihr nicht müsst. Das letzte Spiel wurde in China verboten und es hat was mit Corona Monat zu tun, glaube ich. Weil verboten ist es, weil du halt einen Virus verbreiten sollst. Du musst die Welt infizieren. Ich möchte keine Grundlagen. Wir machen Bakterie direkt auf einfach, natürlich, noch nie gespielt. Krankheitsname. Corona mit K. Starten. Okay, und jetzt muss ich die Welt mit Viren verseuchen. Okay, fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob es nur in China verboten ist. Geil. Auf jeden Fall in China auf jeden Fall verboten. Ich weiß nicht, warum es noch null Tote? Naja, das geht gar nicht. Brasilien. Ich finde das nicht cool eigentlich. Es geht nicht darum, dass man die Welt retten soll. Es geht darum, dass man, glaube ich, wirklich die Erde zerstören soll. Okay. Leute, das Spiel ist sehr, sehr unangenehm. Ich fühle mich irgendwie schlecht dabei. Ich meine, wer kommt? Wer hat sich gedacht, lass mal so Spiele finden, wie wir die Menschheit ausrotten mit einem Virus? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Video allein schon, weil ich die ganze Zeit so Wörter benutze, dass es gelb wird. Nein, kein Upgrade. Ja, ich check es nicht ganz. Okay, die Krankheit, die verbreitet sich. Tägliche Infektion 4. Okay. Es kann sein, dass es echt so ein Langzeitspiel ist, deswegen du kannst auch bezahlen, damit die Zeit vorgespult wird. Ich glaube, ihr versteht das Game, oder? Okay. Corona infiziert Hunderte. Aber warum steht hier null? Ah, nein, es sind doch einige jetzt schon.
und in 10 Jahren ist Heilmittel verfügbar. Also wir haben schon 266 Leute infiziert, aber ich brauche ein paar Tote. Was ist mit Brasilien? Check auch nicht. Ah, diese Flugzeuge verbreiten dann die ganze Kacke, kann das sein? Okay, hier haben wir auf jeden Fall einige. Aber was ist mit den anderen Ländern? Ich möchte auch die anderen Länder krank machen. Mexiko. Ja, Freunde, das war's für heute. Ich verlinke euch die Games wie immer. Nein, tue ich nicht. Nicht das, nein. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Format gefällt. Ob wir das öfter bringen sollen auf dem Kanal. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wieder. Oder übermorgen. Oder übermorgen und überübermorgen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ihr wisst nicht, wie schwer es einem fällt, manchmal so Outros zu machen. Man labert einfach irgendeine Scheiße. Und sagt,